Alltagsgegenständen. Ich würde sagen, ich wünsche euch viel Spaß und los geht's. So, beginnen wir nun mit dem Aufwärmen. Da machen wir einmal die Diagonal-Touches. Das heißt, wir bewegen unsere Hände jeweils diagonal den rechten Arm zum linken Fuß und den linken Arm zum rechten Fuß. Das Ganze machen wir jetzt einmal für 45 bis 60 Sekunden. Als nächste Aufwärmübung machen wir jetzt nun die klassischen Hampelmänner. Hier auch wieder 45 bis 60 Sekunden volle Belastung. Als drittes wärmen wir jetzt nochmal intensiv unsere Beine auf, indem wir die Ausfallschritte machen. Immer schön rechts und links abwechselnd. Achtet darauf, dass ihr schön weit nach unten geht. Und das Ganze machen wir auch hier wieder für 45 bis 60 Sekunden. Als vierte und letzte Aufwärmübung machen wir hier den Inchworm. Das heißt, wir führen unsere Hände in Richtung Boden und dann rechts und links abwechselnd führen wir unsere Hände vom Körper weg und dann wieder zum Körper hin, gehen wieder in die Ausgangsposition und so weiter. Dies auch hier wieder für 45 bis 60 Sekunden. Als nächstes machen wir dann speziell für die Beine und den Po einmal die Ausfallschritte. Dazu brauchen wir eine kleine Erhöhung. Wir haben hier in diesem Fall einen Sessel genommen. Da legt ihr bitte einen Fuß drauf, mit dem anderen Fuß bitte einen Ausfallschritt nach vorne machen. Und jetzt gehen wir immer schön runter mit unserem Oberkörper. Dabei nicht vergessen, schön gerade bleiben. Und das Ganze machen wir natürlich auch hier wieder rechts und links abwechselnd für 45 Sekunden. Als nächstes machen wir jetzt die Hip Thrust, speziell für den Po. Dazu auch hier wieder unseren Sessel als Erhöhung. Darauf legen dann unsere Schultern ab. Unsere Füße dann leicht versetzt nach vorne und versucht bitte euer Gewicht auf eure Fersen zu verlagern. Und jetzt immer schön unser Gesäß nach unten bewegen und dann explosiv nach oben. Auch das Ganze hier wieder für 45 Sekunden insgesamt. Als dritte Übung machen wir jetzt speziell für den oberen und unteren Rücken einmal das Rudern mit Handtuch. Dazu legen wir uns einmal auf den Bauch, rollen ein Handtuch ein, packen es möglichst weit außen, dass es schön auf Spannung ist, und ziehen es nun zu unserer Brust ran. Danach gehen wir wieder in die Ausgangsposition, strecken uns schön weit nach vorne und dann ziehen wir es wieder zu uns ran. Achtet bitte darauf, dass eure Füße auch hinten in der Luft bleiben und das Ganze machen wir auch hier wieder für 45 Sekunden. Nun machen wir noch weiter was für die Arme, speziell für den Trizeps. Da machen wir einmal die Dips. Auch hier wieder unseren Sessel als Erhöhung. Da hinter unserem Rücken nämlich die Arme abstützen und wirklich nur auf den Trizeps konzentrieren. Nebenbei lassen wir die Beine nach vorne ausgestreckt, dass wir wirklich nur den Arm hier fixiert, auch wieder für 45 Sekunden trainieren und explosiv nach oben drücken. Als nächstes, speziell für die Schulter, machen wir einmal das Frontheben und Seitheben abwechselnd. Achtet lieber bitte auf einen Hüftbreitenstand und dann fürs Frontheben einmal die Arme ausgestreckt nach oben bis auf Schulterhöhe strecken. Und fürs Seitheben andersrum, nämlich weg vom Körper, auch wieder nach oben. Hier auch wieder eine Belastung von 45 Sekunden. Und da könnt ihr natürlich auch zu Hause gerne Flaschen nehmen oder sonstiges gleiches Gewicht. Als nächste Übung, speziell für den Bauch, haben wir einmal die Klappmesser für euch. Auch hier haben wir wieder zwei verschiedene Varianten. Zuerst die etwas schwierigere. Dazu legen wir uns einmal auf den Rücken, strecken unseren ganzen Körper und bewegen nun unseren Oberkörper und unsere dauerhaft durchgestreckten Beine aus unserer Bauchmuskulatur in die Mitte, weil dadurch, dass wir die Beine die ganze Zeit durchgestreckt haben, die Belastung höher ist. Falls ihr es ein wenig einfacher haben möchtet, macht ihr, so wie Marie hier, die Beine nicht durchgestreckt, sondern winkelt sie einfach an in einen ungefähren 90 Grad Winkel. Dadurch ist die Belastung nicht so groß und das Ganze machen wir auch hier wieder für 45 Sekunden. Sehr gut, Sportsfreunde, ihr habt bis hierhin super mitgemacht. Jetzt können wir auch schon zum Cooldown. Zuerst für den vorderen Oberschenkel, also unseren Beinstrecker, bewegen wir uns mit der Hacke an unser Gesäß hinten und halten es für ein paar Sekunden. Dann beanspruchen wir das andere Bein, das heißt rechts und links abwechselnd. Und achtet darauf, dass auch hier wieder euer Oberkörper gerade bleibt. Und wie gewohnt 45 Sekunden rechts und links abwechselnd. Als nächstes machen wir den Beinbeuger, das heißt wir dehnen hier die hintere Oberschenkelmuskulatur, indem wir unser Bein, in dem Fall hier Marie S., das linke, zum Boden ausstrecken, ziehen die Hacke ein bisschen an und achten darauf, dass wir eine schön hohe Spannung haben. Auch hier wieder rechts und links abwechselnd
und wieder für 45 Sekunden. Als nächstes machen wir einmal das Seitbeugen, um unseren Rücken zu stärken, aber auch gleichzeitig zu entlasten nach den harten Anforderungen im Alltag. Dazu stellen wir uns einmal etwas breiter als Hüftbreit hin. Achten darauf, dass unsere Hüfte auch hier wieder stabil bleibt und bewegen nun unseren Oberkörper mit dem Arm in die entgegengesetzte Richtung rechts und links abwechselnd. Dies halten wir für ein paar Sekunden und dann geht es wieder in die andere Richtung. Auch hier wieder für 45 Sekunden. Jetzt nehmen wir noch unsere Schultern. Das heißt, wir stellen uns einmal gerade hin in einen ungefähr hüftbreiten Stand und versuchen nun hinter unserem Rücken unsere beiden Hände zusammenzuführen und halten dies auch wieder abwechselnd rechts und links für insgesamt 45 Sekunden. Als fünfte und letzte Cooldown-Übung machen wir wieder etwas für die Schultern, dieses Mal mit Handtuch. Hierzu stellen wir uns wieder hüftbreit hin, nehmen ein eingerolltes Handtuch und halten es, nicht zu vergessen, schön auf Spannung und führen es nun hinter unseren Rücken. Halten dies wieder für ein paar Sekunden und gehen dann wieder in die Ausgangsposition. Wichtig hierbei, wenn ihr es etwas leichter haben möchtet, geht ihr mit den Händen weiter nach außen. Wenn ihr es etwas schwieriger haben möchtet, greift ihr weiter innen. Auch hier wieder ein letztes Mal für 45 Sekunden. Okay, Sportsfreunde, ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr habt fleißig mitgemacht. Lasst uns auch gerne eure Übungen und eure Trainingsvideos zukommen und vielleicht seid ihr auch beim nächsten Video dabei. Bis dann!